Hallo Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meiner 6. Landkarte bei Transportfever 2. So, hier haben wir auch noch ein bisschen Optimierungsbedarf. Wir werden hier noch eine Straße rüberlegen. Mit einer Brücke. Mal sehen, ob wir hier drüber kommen. So, dann haben wir Landstraße. Zweispurig reicht. 1, 2, 3. Na, 3 reicht nicht. 3 reicht nicht. Von hier. Nee, wir machen 4 von hier. Na. Dann kriegen wir dann die Kurve hier. Ist ein bisschen eng. Mal ganz eng. So, wir nehmen diese Brücke. Und da haben wir Brückenpfeile-Kollision. Nee, das kann so nichts werden. Machen wir die Kurve schon. Ich sehe schon, es staut sich. So, wir wollen nicht hoch, wir wollen runter. So, hier müssen wir ganz runter. So, nix. Hier müssen wir mal noch was nochmal zurück wegreißen. Zusammen.
sehe, dann brauchen wir noch einen Wegpunkt. Warum fahren denn die jetzt hier so komisch? Die müssen doch von hinten reinfahren, die fahren doch gar nicht hier durch. Die müssen von der Kirchstraße balzen. So. Jetzt haben wir noch so eine Helle. Ach, das sind die Tanker. So, und da kreuzen wir da nämlich nicht mehr. Und jetzt muss das eigentlich schön abfließen. Und die müssen von hinten reinfahren. Und das gefällt mir auch nicht. Fahren jetzt und halten hier uns den Verkehr auf. Die schicken wir nicht über den Wegpunkt Dresden 19, sondern die schicken wir auch mit hier rüber. So. Und dann kreuzt noch diese grüne Linie, die Baumat. Ja, die sollte hier lang fahren, über den Kreisel. Da brauchen wir noch einen Wegpunkt. Jetzt muss ich drüber. Da fährt ich nämlich hier rein. So, da kreuzt die hier nicht mehr. Jetzt haben wir hier die Hellbraune. Das ist die Brotlinie. Die könnte eigentlich schneller. Ja, die können wir so lassen.
Wir haben hier das Problem, wir brauchen hier noch einen Port. Wir müssen die rüberlegen. Kriegen wir hier noch einen Port dran? So, jetzt müssen wir hier die letzte Linie. Nee. Wer ist denn die letzte Linie? Die rote. War es doch richtig. Linie verwalten. In Dresden Haltepunkt. Die 1 und du darfst die 2 mitbenutzen. So, dann brauchen wir die blaue. Dresden Haltepunkt auf die 3 und du darfst die 4 mitbenutzen. Jetzt haben wir diese. Der soll auf die 5 und darf die 6 mit benutzen. So, und jetzt haben wir die und der soll auf die 7 und darf die 8 mit benutzen. So, jetzt müssen die in der Mitte frei sein. Die zwei Ports. So, jetzt sortieren sie sich neu. Und dann passt das auch wieder. Dann schauen wir mal bei den Baumaterialien. Oh, hier ist ein Zug überfällig. Ja, dann müssen wir mal. Die müssen wir mal erneuern. So, wir haben hier 320 Meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die müssen wir mal erneuern. So, 320 Meter elektrisch. Nach Höchstgeschwindigkeit. So, was haben wir denn nun schon an neuen Lokomotiven? Die haben wir noch nicht. Die nehmen wir zweimal. Cargo, Baumaterialien. So, da haben wir mit 20.
Ich würde sagen, Reizen, 32, 14, das sind wir dann bei 120. Wir machen hier einen Containerzug mit Baumaterialien. Auf 320 Meter. 321 nehmen wir. Ja, so viel Kapazität brauchen wir dann doch nicht. Der fährt gerade ein, oder? Nee, ist nicht unserer. Wir könnten eins machen, halt nämlich konfigurieren. Wir nehmen noch ein drittes Fahrzeug. So, also hier rollt alles. Und hier rollt jetzt auch alles. Wenn wir die mal wegschicken. Wir haben von denen zu viel. Wir werden die mal kürzen. Wir haben jetzt 8er und wir machen 6er draus. 6er Kessel war. 10. 1, 2, 3, 4, 6. Wir haben schon bloß 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, dann müssen wir welche raus. Das sind effektiv zu viele. Die halten uns sonst hier im Verkehr auf. Also die nehmen wir noch raus. So. Er läuft. Und jetzt können die hier nachrutschen. Noch leer. Das ist halb voll. Die müssen doch auch zwei Schlauen haben, auch zwei. Die dürften hier gar nicht halten. Ja, doch. Ja, dann geben wir der Linie noch die 9. Dort an. Muss erst voll werden. Ich
Ja, das wird dann schon, das wird dann schon. So, ist unser Baumaterial zu kalt? Hier oben war das Baumaterial. Der ist angekommen. Er hat schon leer geräumt. Der ist schon weg. So, also beim Baumaterial Holz und beim Treibstoff, da müssen wir mal nachhelfen. Ja, er ist gleich voll, da warten wir. Ja, wir schicken den los. Sofort ein Rückstau hier. Aber ich verstehe nicht, warum die nicht hier mit reinfahren. Schickt denn auch hoch. Ja, die haben noch das alte Navi, dadurch fahren die nicht so, wie sie fahren könnten. Na, dann ist das genauso. Dann schicken wir auch los. Ja, das ist ja frei hier, hier könnt ihr ja auch noch hinfahren. So, jetzt haben sie das genutzt. Jetzt rollt das auch hier. So, jetzt gucken wir mal bei Waren, ob da sich das alles gelöst hat. Also die Warenfabrik geht nach oben, steil nach oben. Das sieht wieder gut aus. Das haben wir gelöst. Ja, da gucken wir gleich mal, weil wir hier in Berlin sind. Ne, hier haben wir keinen Stau. Das ist alles gut. ...35 und rumliegen tun 100. Dann nehmen wir mal noch zwei rein. So. Da ist der Verteiler auch. Öl läuft. Das läuft alles. Plastik kriegen wir jetzt auch weg. Dann Getreide. Ja. Die drängen sich hier raus. Der hin. Ach, der kommt von dort. Ja, das Getreide kriegen wir nicht weg. So ein Zug 70.
Wenn ich das auf dem LKW lade, das wird auch nicht. Das ist hier zu eng. Wir müssten die Ausfahrt größer machen. Schneller rauskommen. Kommt so langsam raus. Ich halte mal das Spiel an. Ich baue hier das mal um. So. Und dann nehmen wir nämlich jetzt halt Straße. Kurve. So. Da kommen wir nicht hin. Da geht er in den Tunnel. Nee. Schaut mal auf. Wir sind ja noch gerade. Nehmen das nochmal weg. Nee, dann lassen wir das so. So, jetzt werden wir sehen, wie schnell die hier fahren. Da fahren wir mal eine Runde mit. Mit 14 im Depot. Okay. Wenn der letzte Waggon raus ist, müsste sie dann Gas geben. Weil das eine große Kurve ist. So. Jetzt. Ah, die haben nicht so eine Beschleunigung. Das ist das Problem. Mindestens kommen sie jetzt hier schneller als im Knick. Und dann jetzt das.
könnte man diese Kurve. Ja, muss ich mal anhalten. Auch noch ein bisschen glätten. Ja, die eine Linie lang. Also jetzt geht es hier schneller. Das müssen wir gucken, dass sie auch genauso schnell abladen können. Ja. Ja, doch, das funktioniert schon. Hier hätte ich noch eine Idee. Wir bauen hier noch einen Hafen. Güter. Aber da kommen wir nicht bis hoch. Die Kurve ist ein bisschen nicht so schön ideal. Die werden wir mal noch neu bauen. So. So, wie sieht es denn bei uns mit der Kohle aus? Das sieht doch ganz gut aus. Das Erz auch. Kaffee auch. Ja, mit dem Getreide haben wir durchaus ein Problemchen. Das schaffen die nicht weg. Das ist terminell voll. Bringt mir nichts, wenn die dann hier stehen und hier nicht schnell genug abladen können. Das ist so wie der hier, der das sich verfahren hat. Dann werden wir mal den. Das ist diese Kurve. Thank you.
kriegen wir gar eine Kollision. Wo fährt der hin? Ja, der fährt dort rein. Das ist diese Kurve, ist zu eng. Die müssen wir mal entschärfen. So, wir müssen aber... Ja, das machen wir als gerade und die geht als Kurve rein. Ja, das bauen wir um. Ganz einfach. Das machen wir gerade. Und das geht rein. So. Dann hat man das. Als Busspur. Wo geht der hin? So, jetzt fahren die hier schneller. Und dadurch müsste sich das hier schneller entknoten. Ja, es geht schneller. Muss der erst mal noch durch. So, und die Brote fahren wir ja dann. Ja, ich brauche bloß einen Zug zu kommen und schon da kommt Maschinen. Und schon teilt sich das hier, löst sich das auf. Da können wir noch ein Fahrzeug reinnehmen. Feuerwehr. Die liefern wir ja nun auch. Warm fehlen. Waren. Ja, unsere Warenfabrik ist voll am Arbeiten. Wir nehmen die gleich mal noch eine höher. So, denn wir haben genug Plaste, brauchen wir noch. Nehmen wir das Plaste. Auch noch eins höher. Wie sieht's aus? Ja, jetzt rollt das hier. Hier könnte man fast noch was auf die Strecke schicken, aber hier ist momentan noch ein bisschen zähfließend. Aber es wird schon besser. Jetzt haben wir noch ein Autosave. Ja, die Kurve ist ziemlich hart hier. Oh, in Leipzig ein großes Männel. Ja, die haben wir ja schon modernisiert. Leipzig, Berlin.
da haben wir doch schon Fahrzeuge drauf. Gucken wir mal an diesem Fall. Wir können noch einen drauf schicken. So. Was haben wir noch? Leipzig-Altenburg haben wir auch modernisiert, haben wir 4 Fahrzeuge, das reicht. Da machen wir nicht mehr. So, da gucken wir mal weiter runter. Nach Altenburg. In die Maschinenfabrik. Da sieht es doch ganz gut aus. Ein paar Bretter könnten wir mehr liefern. Aber die haben wir nicht. Also nicht genug Wald kriegen. Wie sieht es hier aus? Ja, die sind ziemlich weit fortgeschritten. Und hier der Wald. Oh, hier müssten wir was tun. Hier liegt viel Holz rum. Hier würde ich sogar noch einen Holzzug reinnehmen. Da haben wir 9 Stück. So. Weil der ist voll. Und jetzt könnte schon einer reinfahren. Aber der ist noch nicht da. Der ist noch eine Zuglänge weiter weg. Und das wollen wir vermeiden. So, dann. Steine, ja, das läuft, das läuft. Dann haben wir hier einen Wald. Ja, das ist alles in Ordnung. Gucken wir mal hier. Hier haben wir ja noch eine Warenfabrik. Hier liegen mörderlich viel Waren für Altenburg. Wieso kriegen wir die für Altenburg nicht weg? 20 Fahrzeuge. Ein Fahrzeug und die fahren ja wieder leer. Ah ne, das ist gerade Zufall. Der hat schon abgeladen. Ja. Dann werden wir 5 reinnehmen. So, da kommen auch noch 5 mehr. Dann sind wir in Erfurt. Ja, hier ist alles gut. Oh, hier brauchen wir, da haben wir schon schnelle Lokomotiven. Also hier brauchen wir noch für den Ölsand noch einen Zug. Alle Fälle. Nehmen wir dann noch einen rein. So, und der fährt in Ölsand ja Richtung Dresden. Über diese Linie. Hier am Holz. Thank you.
Dann nehmen wir mal noch zwei rein von den Aral-Tankern. So, und das passt. Wir haben jetzt auch mehr Ölsand. Zwei Aral-Tanker. Ja, die haben nicht viel Kapazität, diese Teile. Ja, das reicht mit dem Sand. So. Hier sieht alles gut aus. Hier auch in der Brotfabrik. Hier rollt alles. Hier liegt Getreide. Aber das ist gar nicht so viel. Steht der Zug hier? Ach, weil der hier rausfährt. Sehr. Ja, hier müssen wir mal ein paar Signale noch stellen. Damit wir hier halbe Blockabstände kriegen und die schneller durchfahren können. Das Öl. Ja, jetzt muss er fahren, jetzt fährt er auch. Und da kommen gleich zwei Getreidezüge. Und rumliegen tun 426 und in einen Zug passen 380. Ja, das geht. Dann kommt der Ölzug schon. Dann kommt der nächste Getreidezug. Nee, das reicht an Zügen hier. Also es rollt und rollt und rollt. Der fährt raus. Thank you.
wir auf den Ölsand, da kommt er. Jetzt kommt der Ölsandzug und dann müsste das hier dann auch wieder, schauen wir mal, was der an Umsatz bringt. Er bringt 24,6 Mille. So, jetzt müsste der erste LKW wieder voll sein. Jawohl, und der nächste wird beladen, der fährt rein. Hier steht ein Tanker, der wird voll beladen, das rollt. Der rollt hier rein, der da rein. Und der müsste sich hier anstellen. Ja, das passt. Das passt. Und im Blick auf die Uhr sagt mir, wir haben schon wieder fast eine Stunde gespielt und gebastelt. Aber wir haben eben wieder ein bisschen was umgebaut, wo wir hier jetzt keinen Stau mehr haben. Das ist das Wichtige. Staus dürfen nicht passieren. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir wieder zuzuschauen. Dann lasst mir doch ein Like da und über ein Abo würde ich mich besonders freuen. Und da sage ich mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.